schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem Bier-Info-Video hier auf ProbierTV. Hat ja relativ lange gedauert, bis es mal wieder ein Bier-Video gegeben hat, wo es um das Fachwissen rund um Bier geht. Und heute soll es mal um Hopfenarten gehen, beziehungsweise Bezeichnungen von Hopfenarten, die ihr vorzugsweise auf Bieren von so richtig kleinen, freakigen Brauereien findet, die so Double, Triple, Dry-Hopped, IPAs machen, New England IPAs. Da findet ihr immer wieder bei den Hopfenangaben, sofern ihr euch dafür interessiert, die Angaben BBC hinter dem Hopfennamen, beziehungsweise Kryo oder Incognito. Und ich habe immer wieder mal Fragen bekommen, was bedeutet das eigentlich? Für was steht BBC? Für was steht Kryo? Für was steht Incognito? Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen und an dieser Stelle auf jeden Fall erst nochmal der Hinweis, ich versuche hier Dinge sehr zu vereinfachen. Ich weiß, dass man Dinge auch sehr speziell erklären kann, dass man auch sehr tief eindringen kann in die Materie. Das versuche ich ausdrücklich hier nicht. Insofern, wenn es da vielleicht ein bisschen Unsauberheiten am Rand gibt, dann bitte ich die zu entschuldigen. Es soll jetzt hier erstmal um den groben Überblick geben, worum es hier eigentlich geht. Worum geht's? Es geht um Hopfen. Und was interessiert uns denn vom Hopfen? Ich habe euch hier mal eine Hopfendolde eingeblendet und was ihr seht, ist in erster Linie mal sehr viel Blattwerk. Das ist das, was grün ist und das ist der Stängel, das ist alles, was so rundherum ist. Interessiert uns aber eigentlich beim Hopfen eher weniger, sondern an dem wir interessiert sind, ist das Lupulin. Das sind diese kleinen gelben Kügelchen, die ihr hier sehen könnt. Und da sind die Hopfenöle drin, da sind die Alphasäuren drin, da sind die Harze drin. Und das ist ja genau das, was wir nachher in einem schönen West Coast IPA zum Beispiel haben wollen. Und alles andere von dem Hopfen brauchen wir eigentlich streng genommen nicht, um dieses Aroma zu erreichen. Jetzt kommt natürlich so die erste Unsauberheit. Wenn man tatsächlich mit Leuten redet, die hauptberuflich brauen, was ich ja definitiv nicht tue, dann erfährt man schon sehr schnell, dass natürlich man eigentlich dieses Blattwerk nicht braucht, aber natürlich dadurch auch Geschmäcker reinkommen, an die man sich gewöhnt hat. Und das ist ein Naturprodukt, an die man sich natürlich auch gewöhnen sollte. Es ist also am Ende des Tages eine gewissermaßen auch Philosophiefrage. Wo die Philosophie dann allerdings ein bisschen aufhört, ist, wenn diese Hopfendolden bzw. der Hopfen in der klassischen Form, ich zeige euch das jetzt mal hier, ich habe hier noch Hopfenpellets, das ist so die Standard-Darreichungsform von Hopfen, wie er in den Sudprozess reinkommt, schaut so ein bisschen aus wie Hasenfutter und das sind eigentlich nichts anderes als getrocknete und gepresste Naturhopfendolden und da ist nämlich das ganze Grünzeug dann noch mit drin. Und jetzt kommen wir eben zu dem BBC bzw. Kryo-Hopfen oder auch Incognito. Man macht sich die Tatsache zunutze, dass man durch Behandlung mit mit kaltem Stickstoff, in der Stickstoffatmosphäre bei 30 bei BBC bzw. bis zu 35 Grad minus bei dem Kryo-Hopfen diese festen Bestandteile, diese Blattbestandteile einfrieren kann und dann mechanisch entfernen kann. Das glaube ich einfach durch Sieben. Man kann das dann mechanisch voneinander trennen und erhält dann mehr oder weniger reine Lupulin. BBC steht dabei für Boston Brewing Company. Das ist eine Brauerei in den USA, die ihr möglicherweise auch schon mal gehört habt. Die haben das zusammen mit der Bad Haas Gruppe gemacht. Insofern wäre das BBC erklärt. Und Kryo ist quasi das Pendant von Yakima Chief, auch ein großer Hopfenhersteller oder Vertreiber in den USA. Und die haben quasi dieses BBC-Verfahren noch ein bisschen verfeinert. Was kommt dann am Ende des Tages bei raus? Bei den BBC-Hopfen kommen Alphasäuren raus, die je nach Sorte aufkumuliert werden zu 4 bis 16%. Bei dem Kryo kann es dann schon zwischen 8 und 32 sehen. Also ihr merkt, das nimmt dann schon fast um den Faktor 2 zu. Wie gesagt, immer abhängig von Ernte und eingesetzter Hopfen.
Sorte. Und Hopfenöl ist so bei BBC zwischen 0,4 und 3,5 Milligramm pro 100 Gramm Hopfen dann, beziehungsweise 2 bis 7 Milliliter pro 100 Gramm beim Kryohopfen. Also da geht es schon tatsächlich in Sphären rein, wo man sich einfach den Einsatz des Materials spart. Und in Wahrheit spart man sich ja nur den Einsatz des Blattmaterials. Und jetzt kommt vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Das ist entscheidend bei zum Beispiel beim Kalthopfen, beziehungsweise wenn man dann nachher auch ich sag mal eine Whirlpool-Gabe macht. Der Hopfen setzt sich ja als Trubkegel im Whirlpool, beziehungsweise beim Kalthopfen dann auch im Tank ab. Und ja, das ist einfach so ein Schlatzbalzen, den man dann nachher nicht nutzen kann. Und je mehr man nachher von einem Material reingibt, das sich natürlich auch mit dem Bier vollsaugt, desto mehr Bier verliert man am Ende des Tages auch. Das heißt, man hat einfach diesen Trubverlust, sowohl im Sudhaus als auch im Kaltbereich, wobei der BBC-Hopfen tatsächlich eher gemacht worden ist für den Whirlpool und den Kaltbereich. Der Kryo-Hopfen ist eigentlich ein Hopfen, der klassischerweise nur im Kaltbereich eingesetzt wird. Und ja, das ist in Wahrheit schon das ganze Geheimnis. Es gibt dann auf den, ihr könnt das auch mal bei den Hopfenherstellern schauen, da gibt es dann Rechnungen. Der Hopfen ist ein bisschen teurer, aber man spart sich natürlich auf den ganzen Sud gesehen Verlust. Und dieser Verlust muss dann nachher am Ende des Tages diesen Mehrpreis wieder ausgleichen. Also es ist gar nicht so sehr eine technische Frage, also natürlich kann man mit klassischem Hopfenpellets das Ganze auch machen, aber es ist am Ende des Tages möglicherweise eine Frage, kann ich meinen Verlust minimieren und dadurch meinen Profit wieder erhöhen. Also wirtschaftliche Themen, die da zum Einsatz kommen und die Frage auch noch, in welchen Formen das Ganze vorliegt. Der Kryohopfen ist meist ein Pulver. Es gibt auch Pellets, die daraus gepresst werden. Die Lupul LN2, also für Stickstoff N2, Liquid Nitrogen, glaube ich, ne? Oder LN. Bei den BBC sind es auch Pellets, die aber auch relativ schnell zu Pulver zerfallen. Also da fehlen dann auch so ein bisschen die verbindenden Elemente. Dem Incognito-Hopfen ist es so, das ist eigentlich ein ganz anderes Produkt, das ist eigentlich klassischerweise schon ein Hopfenextrakt, der auch nicht im Kaltbereich eingesetzt wird, sondern der kommt tatsächlich dann in den Heißbereich, auch in der Regel in den Whirlpool, ist ein Extrakt, das so die Viskosität von Honig und Ketchup so in der Richtung irgendwo hat. Und das wird dann eingesetzt eben auch als Extrakt, um die Aromen zu erzielen. Aber man sieht ja schon dran, wenn man dann eben diesen honigartigen Hopfenextrakt dann hat, da ist dann kein Blattwerk mehr mit dabei. Da ist die Effizienz dann besonders hoch. Und deswegen spricht man auch davon, dass man im Vergleich zu klassischem Hopfen das schon im Verhältnis 6:1 beziehungsweise 1:6 einsetzen kann und da gehen dann auch die Alphasäuren zwischen 35 und 55% relativ schnell hoch. Also ihr seht, das ist dann sehr aufkonzentriert und hat aber eigentlich mit diesem BBC und Kryo-Hopfen relativ wenig zu tun. Es geht einfach nur um auch Lagerfähigkeit, Reproduzierbarkeit von Rezepten. Das ist natürlich auch bei den anderen das Thema. Man ist da nicht so sehr auf Schwankungen den Schwankungen ausgeliefert. Es wird mit CO2 gewonnen, der Incognito-Hopfen, und endet dann, wie gesagt, nachher, und das ist ja, glaube ich, auch bei den ganz klassischen Hopfenextrakten in diesen Eimern, die man dann eben mit dem zähflüssigen Material einsetzen kann. Unterschied zum normalen Hopfenextrakt ist, dass der bei Zimmertemperatur fließfähig ist und nicht erst aufgewärmt werden muss und ist dann in Wahrheit eine modernere Form des Extraktbrauens und es sei dann jedem überlassen,
Ob er das gut findet oder schlecht findet, über Extrakt haben wir an einer anderen Stelle schon mal geredet. Da will ich mich jetzt an der Stelle nicht einmischen. Ich hoffe, ihr wisst also jetzt mehr oder ein klein bisschen mehr anzufangen mit Begriffen wie BBC, Kryo oder Incognito. Die ersten beiden sind ja, Hopfen-Pellets bzw. klassische trockene Hopfenbeigaben und der Incognito-Hopfen ein flüssiger. Alle versuchen letztendlich die Sudhausausbeute nach oben zu fahren. Und das Ergebnis der Produktion von diesen Hopfen ist einfach ein aufkonzentrierterer Lupulin, mit Lupulin aufkonzentriertes Produkt oder Produkt, wo das Lupulin aufkonzentriert ist und eben weniger von dem Blattbeiwerk mit dabei ist. Und am Ende des Tages soll das einfach nur die Effizienz des Brauprozesses und die Aromenvielfalt und Stärke im Bier steigern. Und ich glaube, wir machen uns jetzt alle ein Bier auf. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wie gesagt, wenn ihr mal irgendwie wieder Fragen habt, dann freue ich mich, wenn ihr einschaltet und mir die Fragen dann auch per Mail oder per Nachricht bei YouTube gerne auch unter meinem Video zuschreibt. Und dann versuche ich, die Fragen zu beantworten. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, baba, servus, Prost und ahoi. Cheers.